Man muss sich vorstellen, der Kaiser Franz, der Erste von Österreich, Vorstand der ehrwürdigsten europäischen Monarchie, wird Schwiegervater des Schreckens aller Monarchen. Napoleon, der Sohn der Revolution, heiratet eine Adlige und nicht nur das, eine Prinzessin, deren Großtante Marie Antoinette noch vor ein paar Jahren unter der Guillotine den Kopf verloren hat. Das ist so gegen alle Erwartung, gegen alles, was man für sicher gehalten hat. Durch dieses Bündnis glaubt Napoleon, seine Vorherrschaft in Europa noch weiter gefestigt zu haben. Alles hat er geplant und mit allem gerechnet. Bis auf eines, das er nicht kennt. Eine Niederlage. Der Anfang vom Ende. Das Unvorstellbare tritt ein. Der scheinbar Unbesiegbare verliert seine Armee auf dem Rückzug aus Russland. Es hatte so gut begonnen. Mit seinen Soldaten erreicht Napoleon fast ungehindert die Tore von Moskau. Doch Zar Alexander lässt die Stadt in Brand setzen und verweigert sich allen Verhandlungen. Napoleon bleibt keine Wahl. Er muss den Rückzug antreten. Hilflos muss er mit ansehen, wie die Kälte und die wiedererstarkten russischen Truppen die Grande Armee immer weiter aufreiben. In Russland ist etwas Grundstürzendes passiert. Napoleon ist wirklich geschlagen worden. Napoleon sagt zwar, es waren nicht die Russen, die mich geschlagen haben, es war der Winter. Und das entspricht auch durchaus der Wahrheit. Aber er kommt geschlagen aus Russland zurück. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit, der ganz wichtig ist für seine Herrschaftssicherung, ist zerstört. Deshalb können Leute zum ersten Mal daran denken, nun ein Rollback in Szene zu setzen. Politisch oder militärisch. Am besten auf beiden Wegen. Diese Niederlage zeigt unmittelbare Folgen. Preußen hat zwar ein Bündnis mit Napoleon geschlossen, wendet aber seine Waffen nun gegen Frankreich. 5 weitere Staaten verlassen den Rheinbund und schließen sich Napoleons Feinden an. Rebellen in Westfalen drohen, in die Hauptstadt von König Jerome zu marschieren. Die Deutschen begehren auf. In wenigen Monaten stellt Napoleon eine neue Armee zusammen und gewinnt nach einem erfolgreichen Feldzug in Sachsen wieder die Oberhand. Er erringt 2 Siege. Gegen die Preußen bei Lützen und gegen die Russen bei Bautzen. Aber weil seine Kavallerie zu klein ist, kann er diesen Vorteil nicht nutzen. Napoleon akzeptiert einen Waffenstillstand. In Dresden macht er Quartier. Es ist der 26. Juni 1813. Metternichs Stunde ist gekommen. Metternich geht, wie fast alle zu dieser Zeit, felsenfest davon aus, dieser Mann Napoleon wird auch diesen Krieg gewinnen. Er ist für alle der große Favorit. Und als das Gegenteil eintritt, als Napoleon geschlagen aus Russland zurückkehrt, ist die Verblüffung groß. Aber Metternich wird sofort aktiv. Er entfaltet eine diplomatische Großoffensive mit dem Ziel, Österreich peu à peu an das Lager der antifranzösischen, antinapoleonischen Koalition heranzuführen. Metternich, ihr habt meine Tochter mit der Bestie Europas verheiratet. Ich habe euch vertraut und wir haben uns auf der Seite der Verlierer wiedergefunden. Jetzt wünscht ihr, dass wir uns der Koalition anschließen, die soeben 2 Schlachten verloren hat. Eure Majestät, ich halte den Zeitpunkt für günstig. Österreich muss wieder den Platz einnehmen, der ihm gebührt. Ihr unterschätzt diesen Antichristen. Man dachte, er sei auf der Rückkehr aus Russland verschollen. In nur wenigen Monaten schuf er eine den Verbündeten überlegene Armee.
Seine Kavallerie ist geschwächt und dennoch widerstand sie einer weit stärkeren. Ihr habt mir ein Bündnis geraten, das die Gesamtheit meiner Minister verworfen hat. Wisst ihr, wie man euch in Wien nennt? Den Lakaien der Franzosen. Niemand versteht ihre Absichten. Ihr wollt im Augenblicke seines Sieges die Waffen gegen ihn richten? Ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Reich durch eine weitere Fehlentscheidung zugrunde richtet. Eure Majestät, ich flehe euch an. Wir müssen den Moment nutzen. Der Aufschrei gegen die französische Vorherrschaft ist überall zu hören. Deutschland erhebt sich. Und Russland und Preußen sind bereit für ein Bündnis. Seid ihr euch da so sicher? Ich habe meine Quellen, Eure Majestät. Absolut sicher. Napoleon ist ein unerbittlicher Gegner. Ich will Wagram nicht noch einmal erleben müssen. Unterbreitet ihm ein Angebot. Ein vernünftiges Angebot, Graf von Metternich. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Metternich hat ganz zielstrebig auf einen Krieg und auch auf eine Entmachtung Napoleons hingearbeitet. Und da war der Dezember 1812 die Wendemarke. Da hatte er so viel Informationen über die russische Katastrophe, dass er sagte, jetzt können wir auch militärisch darauf reagieren. Und er formulierte für den Kaiser einen Beschluss, an die Soldaten müssen kriegsbereit gemacht werden. Das war im Dezember. Und dann in jedem Monat fiel eine wesentliche Entscheidung, die dem Gespräch in Dresden vorausgegangen ist. Im März die Entscheidung, sich aus dem Bündnis von Napoleon zu lösen. Man konnte das aber nicht aufkündigen. Dann wären die Truppen, ausgesehen, sofort wieder in Wien gewesen. Und Österreich war viel zu schwach. Das heißt, man musste da einen eleganten Weg finden. Und da hieß die Formel bewaffnete Mediation. Mediation heißt also Unterhandlung. Und bewaffnet, dass man das im Hintergrund mit einer militärischen Macht macht. Nun, Metternich, euer Spiel ist klar. Ihr seid nicht mehr auf Seiten Frankreichs. Und ihr, Sire, seid ihr noch auf der Seite des Friedens? Es ist eure Entscheidung, die Österreichs Position bestimmt. Mich zu stürzen bedeutet, Europa Russland auszuliefern, das wisst ihr doch. Sire, ich wiederhole es. Es liegt an euch, uns an eurer Seite zu haben. Nein. Das Spiel ist aus, Metternich. Ich weiß, dass England in Reichenbach zwei Verträge mit Russland und Preußen unterzeichnet hat. Bei diesem Treffen gab es noch einen dritten Teilnehmer. Davon wisst ihr doch oder etwa nicht. Ich habe immer noch ein paar gute Spione. Sir. Ihr könnt eure Maske ablegen, Metternich. Ich beobachte euch seit heute früh. Wir spielen hier Katz und Maus. Ihr redet gut, ja, aber ihr redet und sagt nichts. Ich habe euch durchschaut, Metternich. Ihr intrigiert. Sagt mir, wie viel hat England euch bezahlt, damit ihr diese Rolle gegen mich spielt? Wollt ihr, dass ich euch das Doppelte gebe? Metternich spielt ein Doppelspiel. Auf der einen Seite sagt er, ich bin pouvoir neutre, ich bin der desinteressierte Vermittler. In Tat und Wahrheit aber lässt er es zu, dass Verhandlungen zwischen Österreich auf der einen Seite und Russland und Preußen auf der anderen Seite aufgenommen werden. Das ist eigentlich eine diplomatische Falle. Also, oder ein Trick, aber für Metternich unabdingbar, weil er dem Kaiser Franz, der eigentlich keinen Krieg gegen Napoleon führen wollte, eine goldene Brücke bauen musste, um dieser Kriegserklärung
dem Kriegseintritt Österreichs zuzustimmen. Nun konnte Metternich argumentieren, ja, wenn Frankreich dem Friedenskongress nicht beitritt, nicht einmal verhandelt, dann bleibt nur die Fortsetzung des Krieges und das können wir dann nur auf der Seite der Alliierten machen. Wo bleibt denn euer diplomatisches Geplapper? Ihr seid gekommen, um mich auszuhorchen. Ihr seht, dass der Löwe noch nicht tot ist, obwohl ihm die Ohren eingefroren sind. Ich kann immer noch brüllen, Metternich. Ihr seid auf dem Holzweg. Ein erneuter Krieg ist kein Vergnügen. Wir kennen eure Macht durchaus, Sir. Es ist noch nicht zu spät, wieder zur Vernunft zu kommen. Eure Interessen sind mit mir und nicht gegen mich. Ihr müsst eure Feinde kennen. Die Barbaren des Nordens, die Kosaken, gegen die müssen wir kämpfen. Ihr seid wegen Illyrien hier? Ich gebe es euch. Und sagt eurem Kaiser, Papa Franz auch, meinem lieben Schwiegervater, dass das nicht mein letztes Wort ist. Wir sehen uns wieder. Zu euren Diensten, Sir. Wollt ihr, dass ich euch sage, was passieren wird? Ihr werdet nicht Krieg führen. Sir, das hängt davon ab. Nein, ihr führt nicht Krieg gegen mich, denn ihr wisst, dass ich euch unter euren Trümmern begraben werde. Ihr seid verloren, Sir. Ich habe es geahnt, als ich kam, und jetzt bin ich überzeugt davon. Metternich ist, das Palais verlässt, komplett fertig, aber hochzufrieden. Hochzufrieden mit sich. Le vainqueur, c'est lui. Er ist der Sieger. Napoleon ist es nicht gelungen, ihn von seiner Meinung abzubringen. Jetzt hat die österreichische Armee genug Zeit gewonnen, sich in aller Ruhe vorzubereiten. Für ihn ist aber überhaupt die Auseinandersetzung mit Napoleon das eigentliche Erfolgserlebnis seines Lebens. Er denkt immer wieder daran zurück und er betrachtet sich als den eigentlichen Sieger über Napoleon. Wenige Tage später tritt Österreich offiziell der Koalition gegen Napoleon bei. Am 8. Oktober verlässt Bayern den Rheinbund und läuft zu den Feinden über. Am 18. Oktober schließlich wechseln die sächsischen Regimenter in der entscheidenden Völkerschlacht bei Leipzig die Seiten. Napoleons gesamte Konföderation bricht auseinander. Am 2. November überquert Napoleon den Rhein. Nie wieder wird er nach Deutschland zurückkehren. Napoleon hat im Bündnis mit diesem deutschen Terzett kein ehrliches Spiel gespielt. Er hat es nicht verstanden, dass er in bilateralen Bündnissen seine Macht nicht immer ganz ausspielen darf, so dass jeder zu seinem Vorteil kommen kann. Der Rheinbund brachte nur Nachteile. Er konnte sich nicht halten und auch eine militärische Niederlage konnte er nicht verhindern. Napoleon versuchte zu teilen, um zu herrschen. Zu den verpassten Chancen für den Fortbestand seiner Herrschaft gehört, dass er die deutsche Einigung nicht erreicht hat. Und wenn ihm das nicht gelungen ist, dann, weil er eine gewisse Tradition fortführte, die ein geteiltes Deutschland als Garant für eine stabile Macht in Europa betrachtete. 5 Monate später unterzeichnet Napoleon in Fontainebleau seine Kapitulation. Die Siegermächte werden in Wien zusammenkommen, um eine neue europäische Ordnung zu schaffen. Der Rheinbund wird durch den Deutschen Bund ersetzt. Preußen und Österreich dominieren ihn. Gerade das wollte Napoleon immer verhindern. Doch Spuren von Napoleons Wirken werden bleiben. Kleine und kleinste Herrschaften hat er zu großen politischen Einheiten zusammengefügt, die Leibeigenschaft beendet, Religionsfreiheit eingeführt.
Und er hat dazu beigetragen, ein deutsches Nationalbewusstsein zu wecken. Die Opposition gegen Napoleon brachte die Teile der deutschen Gesellschaft zusammen. Es entstand die Idee einer deutschen Einheit. Eine Idee, bis zu deren Umsetzung es fast noch ein Jahrhundert brauchte. Napoleon hat den Deutschen, hat die Deutschen vor die Frage gestellt, ob sie eine Nation sein wollen und welchen Platz sie unter den Völkern einnehmen wollen. Das ist eine Frage, die die Deutschen noch heute beschäftigt. Und damit sind wir noch immer nicht zum Ende gekommen. Wo gehören wir hin? Gehören wir nach Westen? Gehören wir nach Osten? Gehören wir zu uns? Gehören wir sonst wohin? Das ist die Frage. Und Napoleon hat diese Frage aufgeworfen. Und wir müssen uns dieser Frage immer noch stellen. Einige Jahre nach ihrer Unterredung in Dresden charakterisiert Napoleon Metternich als den einzigen Staatsmann, den es in Europa seit der Revolution gegeben habe. Metternich kehrt 1858 ins Palais Marcolini zurück, wenige Monate vor seinem Tod. Ein letztes Mal will er an dem Ort sein, an dem er dem Kaiser gegenübertrat. In seinen Memoiren ehrt er Napoleon als den erstaunlichsten Mann, der je in die Welt gekommen war.